Leute, helft mir! Ja, servus und willkommen zum nächsten Video. Wie auf Instagram versprochen, übrigens mal folgen hier, was ist denn los? Gibt's heute den Alpa Tobacco Narcos? Kann man die Dose zeigen? Die ist von der Aufmachung her schon mal sehr gut. Gefällt mir. Und dann, ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich habe den jetzt schon zweimal geraucht, zweimal im Tonkopf. Und ja, komme ich später dazu, zu dem Problem. Jetzt probiere ich es heute mal im Freestyle Setup, sage ich jetzt mal. Also im Hotshot RT mit Alufolie, Löchern und den Kamin drauf. Und dann schauen wir mal, ob das was wird. Den Schnitt seht ihr gleich im Kopfbauvideo. Der ist so mittel bis fein, eher schon fein. Und dann würde ich sagen, Kohle, Kopfbauvideo, ab. Kohle drauf, ich lass mal durchziehen und dann geht's los. Genau. Also Geschmack soll sein. Moment. Der frische Geschmack aus tropischen Zitrusfrüchten und Kokos. Ja, kommen wir mal zum Geruch. Ja, hier riecht halt echt so ein Früchtemix mit so einem leichten Kokos dahinter und macht voll Bock auf Sommer. Das ist einfach nur den Kopf packen und dann Cocktail mixen und an Strand fertig. Jetzt kommen wir mal zu meinem Problem. Ich habe den, wie gesagt, zweimal im Tonkopf geraucht und der Geschmack ist da, man weiß aber nicht, was man mit der Hitze machen soll. Also wenn man Kohlen weiter reinschiebt, dann schmeckt er verbrannt. Wenn man es weiter rausschiebt, dann ist der Geschmack zu leicht und kein Qualm da. Also es ist irgendwie ganz schwierig mit der Hitze. Deswegen hoffe ich, bei dem Setup funktioniert es jetzt mal. Ansonsten
Das ist ziemlich schade, weil der Geruch voll Bock auf den Tabak macht und dann wird man so enttäuscht. Ich habe jetzt auch vom Dölit das Video noch gesehen. Der hat auch gesagt, man hat immer so einen verbrannten Geschmack dahinter. Und ich habe beim ersten Tonkopf, da habe ich den Kamin auch runter. Der Tabak war komplett schwarz einfach. Aber jetzt rauche ich mal an, ich hoffe, das wird was. Oh, hello again. Also ich sehe nicht zufrieden aus, glaube ich. Der Geschmack ist sehr verhalten. Also wie vorher im Tonkopf auch. Ich habe jetzt noch keine verbrannte Note im Hintergrund. Das könnte noch kommen. Das schreibe ich dann in die Beschreibung unten rein. Ich glaube, in dem Setup läuft er zumindest besser. Also ihr habt schon so leicht diesen Geruch im Geschmack auch, aber sehr leicht. Also der Geschmack ist ja immer leichter als der Geruch, ist klar. Aber das ist wirklich zu schwach. Qualmen tut er wie Hölle. Kein Problem. Der Geschmack fehlt halt einfach. Der ist nicht da. Also er ist schon da, aber sehr schwach. Ihr habt da wie im Geruch so einen leichten Früchtemix. Und Kokos, ja, ist schwer zu sagen bei dem leichten Geschmack. So ganz leicht im Hintergrund vielleicht. Ja, ich habe auch mit den Jungs von Alpha Tobacco schon geschrieben. Mir gesagt, ich soll Ihnen dann das Video schicken. Also an euch, der Geschmack muss echt stärker werden. Weil wie ich schon gesagt habe, vom Geruch her macht der Tabak echt Bock drauf. Und wenn er halt auch so schmecken würde, dann wäre es perfekt. Dann wäre es ein super Tabak. Dann war es das auch schon wieder für heute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den schon geraucht habt und wie ihr den findet. Und folgt mir mal da, da und da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Servus!